Servus Moped-Freunde, heute wieder ein Moto-Vlog. Jetzt habe ich gerade Feierabend, endlich zum Glück. Und es ist zwar sauwarm, aber auch drückend, es sieht schon ziemlich nach Gewitter und Regen aus. Jetzt habe ich mir gedacht, ich fahre mal früher von der Arbeit los. Es ist so heiß. Ich habe mir jetzt auch übrigens Motorradbekleidung zugelegt, tatsächlich. Ich habe jetzt eine Jacke mit Protektoren, Hose mit Protektoren, Schuhe, das fehlt noch. Da habe ich jetzt Sportschuhe an, momentan. Da musste ich eventuell auch noch was holen. Und ja, Handschuhe mit Protektoren, weil es ist einfach sicherer. Weil wenn man tatsächlich mal stürzt, gerade nach dem Sturz mit der Simson, durch die Skihose, das ist alles überall durchgegangen, durch die Skihose, durch die Hose, die ich noch drunter an hatte, Knie aufgeschürft. Das war schon schmerzhaft und das Plastik von dieser Hose, das war ja eine Jogginghose, das Plastik war dann nachher ja in der Kruste drin, war schon kurz vorm Entzünden. Das ist dann nicht so toll, wenn man mal richtig bei voller Fahrt stürzt. Ist eine Schutzkleidung wirklich Gold wert. Und mittlerweile, wenn ich da die Frauen mit der Vespa rumfahren sehe, mit kurzen Hosen und T-Shirt, da wird mir ein bisschen anders. Die Hose habe ich übrigens auf dem Maimarkt in Mannheim vergünstigt bekommen. Die hat dann statt 250, was sie ursprünglich gekostet hat, 100 Euro gekostet. Also man kann hin und wieder mal die Augen aufmachen und sich umschauen nach Angebote, oder Louis zum Beispiel hat ja auch mal Angebote drin, und da kann man relativ günstig diese Sachen bekommen. Ah, nicht schon wieder Ampel. Ich schwitze gerade so dermaßen. Also bei voller Fahrt geht es im Sommer mit der Montur, aber sobald man an der Ampel stehen muss, dann läuft die Brühe ohne Ende. Das ist schon ein bisschen unangenehm, aber gut, das ist immer noch besser, wie nachher auf dem Asphalt zu landen und die Haut auf dem Asphalt zu lassen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, egal was ihr jetzt fahrt, 45 km/h, 25 km/h, Schutzkleidung, sollte man immer aufziehen, anziehen. Tja, Porsche Carrera S 911. Das Geld müsste man mal haben. Aber davon kann man nur träumen. Es sei denn, man gewinnt im Lotto. Ach nein, nicht schon wieder Ampel. Ah, und die nächste Ampel. So, ich zeige euch jetzt mal den Sound, den hört man richtig gut. Also von den 50 Kubik Mopeds hat meiner Meinung nach tatsächlich, jetzt mal abgesehen von der Ultra-Reihe, hat die Hercules KX5 den besten Sound, beziehungsweise derselbe Motor, der wurde ja auch in der KTM verbaut. Wo gab es den noch? Ich glaube sogar Zündapp hatte den mal drin. Den Sachs 50-5 AKF mit dem Mahle-Zylinder, Mahle-Kolben. Und der Motor hat von den 50 Kubik Mopeds meiner Meinung nach wirklich ja den geilsten Sound einfach. Wenn man jetzt mal von den Ultra-Reihen absieht, die dürfte man eh nicht fahren mit dem normalen Autoführerschein. Und nochmal auf den Motorradführerschein zurückzukommen, das wäre schon geil, aber auf der anderen Seite kommt man mit 50 Kubik auch immer von A nach B. Einziges Manko, ja, Motorrad macht natürlich mehr Spaß zu fahren, weil man schneller fahren darf. Aber mit der 50 Kubik Klasse kommt man auch von A nach B.
Man darf halt keine Autobahn fahren, das ist auch noch ein Nachteil, ist ja klar. Aber ansonsten, man kommt kostengünstig von A nach B, auch vom Sprit her. Da ist ja der Porsche wieder. Ja, schönes Ding. Der wird jetzt wahrscheinlich stadtauswärts gleich abziehen. Oh, jetzt bei dem kühlen Fahrtwind ist es echt angenehm. Aber wehe, man muss an der Ampel stehen. Dann kocht's unter der Montur. Ich hoffe jetzt auch, dass jetzt endlich alles perfekt... Hey, mein lieber Freund, hey. Ja, das war schon besser, aber der Fiat 500 da... Der könnte ein bisschen mehr Abstand lassen. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Ich hoffe jetzt, dass mit der Kameraeinstellung alles passt, Ton und so weiter und so fort. Da war ja beim letzten Vlog, das war noch nicht optimal. Und ja, der Akku, das ist ein riesen Manko bei den Roller Action Cams. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der GoPro ist mit dem Akku, aber das... Ja, von der Kapazität her sind die eigentlich gleich. Von daher kommt es aufs Gleiche raus. Man muss also immer einen Ersatzakku mitkaufen. Wenn ich an einem Tag zwei Vlogs machen wollte, wahrscheinlich wird der Akku hier jetzt auch bald schon wieder leer sein. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil. Ah, ist das ein Blitzer? Muss ich jetzt abbremsen? Nein, das war kein Blitzer. Und hier auch, die fahren hier auch immer viel zu schnell. Mit der Simson, da fahre ich einen kleinen Abschnitt immer runter, wenn ich auf die Arbeit fahre, in Neustadt. Und da habe ich dann ja, also nach Tacho 70, 75, lass es mal effektiv 65 sein. Und selbst da kommen die noch auf die Idee, mich zu überholen. Das heißt, um mich schnell und zügig überholen zu können, müssen die ja mal locker, ja, keine Ahnung, 80, 85, also zwischen 75 und 85 km/h drauf haben. Und das dann innerorts. Und ab und zu denke ich mir so, jetzt müsste dort ein Blitzer stehen. Dann bekäme derjenige seine gerechte Strafe, weil das macht man einfach nicht. Wobei das von der EU auch eine dumme Überlegung war. Roller dürfen 45 km/h fahren. Und 50 ist in der Stadt erlaubt, also effektiv überholen ist eigentlich theoretisch nicht möglich, aber es wird trotzdem gemacht und es wird auch viel zu schnell gefahren in der Stadt. 60 km/h, das ist so, ja, so Schnitt, sage ich mal. Ja, und dann ist halt 45 km/h natürlich eine Behinderung. Und selbst mit der Simson, wie gesagt, also selbst da habe ich dann in der Stadt teilweise keine Chance, weil sobald die ein Versicherungskennzeichen sehen, dann muss überholt werden. Ich weiß nicht, das ist wie so ein rotes Tuch, ja, für die Autofahrer, Versicherungskennzeichen, oh weh, das muss ich überholen, egal wie schnell ich gerade selbst bin, ob es passt oder nicht. Und dann noch sich selbst und andere gefährden dabei. Und wenn Gegenverkehr noch kommt, dummerweise, ja, dann muss man halt einscheren und scharf schneiden. Das ist halt natürlich nicht gut. Und, naja, kann man halt nichts dagegen machen. Ah, da kommen sie. Servus. Hallo? Grüßt mir irgendjemand? Keiner? Keiner grüßt? Was soll denn das? Sowas hasse ich. Aber das habe ich auch schon bei den Motorradfahrern untereinander beobachtet, dass manche da auch den anderen Motorradfahrern nicht grüßen. Naja, gut, was soll's. Hey, willst du mich jetzt noch überholen da hinten? Ich sehe einen Sprinter im Spiegel. Das lässt du mal bitte, weil ich muss jetzt abbiegen. So. Hier hätte es mich schon fast einmal erwischt. Da kam einer so schnell angerast, das konnte ich echt nicht mehr abschätzen, wollte noch rüber und habe gemerkt, oh scheiße, das wird doch noch ganz schön eng.
Das ist halt, ja, überhöhte Geschwindigkeit. So, mal gucken, ob die jetzt grüßen. Grüßen wir mal. Servus. Nein, kein Gruß. Ja, der grüßt. Sehr schön. Wo macht man das? Also ich finde, egal ob 50 Kubik, ob 125 Kubik, ob 250 Kubik oder 500 Kubik oder 1000 Kubik, wir haben alle eins gemeinsam. Wir haben einen Motor unterm Hintern und zwei Räder. Und dementsprechend kann man auch mal grüßen. Egal, ob es jetzt 50 Kubik ist oder sonst was. Meiner Meinung nach gehört sich das einfach so. So, wenn ich jetzt nach Hause komme, esse ich schnell was. Und dann muss ich noch Rasen mähen, Garten noch ein bisschen herrichten. Wenn man ein Haus hat, hat man immer was zu tun. Egal was es ist, ob es Sanierungsarbeiten sind, Renovierungsarbeiten oder im Garten die Arbeiten. Man hat immer was zu tun. Ja. Ups. Das war keine Absicht. Na, da sind sie wieder. Mal gucken, ob die grüßen. Hand raus. Servus. Jo, jo. Sehr schön, so macht man das. Also die meisten grüßen. Aber ab und zu sind mal doch ein paar Grußmuffel dabei. Da muss man dann halt drüber hinwegschauen. Und in den Kurven, ja, da ist es manchmal wirklich nicht möglich. Oder wenn man gerade schaltet oder mit der Kupplung zieht oder sonst irgendwas. Oder in der Kurve generell. Da sollte man vielleicht die Hand doch drin lassen. Aber auf der Geraden kann man das schon machen. So, mein Akku dürfte jetzt gleich schon wieder leer sein. Mal sehen, ob es noch reicht bis nach Hause. Und dann muss ich mir noch einen Zweitakku kaufen für meine Kamera. Ah, hier im Wald, sobald es ein bisschen dichter wird mit den Bäumen, merkt man schon, es wird kühler. Und wenn man vorher in der Stadt geschwitzt hat und jetzt bei voller Fahrt auf der Landstraße hier durch den Wald fährt, dann fängt man doch leicht an noch zu frösteln. Das ist, naja. Aber wie gesagt, mit Motorradmontur immer noch besser, wie die Haut auf dem Asphalt zu lassen. Oh, da ist noch ein 50er. Gleich mal grüßen. Hey! Das Einzige, was mich ein bisschen stört bei der KX, ist, dass die Maske vorne immer so krass wackelt. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt, wenn ich mich ein bisschen nach unten ducke? Das wackelt immer so krass, weil das alles so Plastik ist. Und diese Bügel, die sind auch ziemlich elastisch, sag ich mal. Aber was soll's, dafür sieht sie geil aus. So, mal sehen, wann ich wieder mit der KX5 rausfahren kann. Wenn nicht, mache ich auch mal Motovlogs mit der Simson. Und ja, wie gesagt, ich fahre die Hercules nur bei schönstem Wetter. Deshalb bin ich jetzt auch von der Arbeit etwas früher losgefahren, weil es zieht sich doch etwas zu. Es ist auch etwas drückend. Und bevor ich da im dicksten Regen nach Hause fahren muss, mit der Hercules sehr ungerne, mit der Simson, ja, auch kein Problem. Da werden jetzt auch einige sagen, ist doch eigentlich zu schade, aber naja, es ist zum Fahren da. Und solange man die Wartung immer schön macht und die Fahrzeuge pflegt, ist auch bei Schlechtwetter ist das auch kein Problem. Man muss halt ein bisschen mehr pflegen, ist ja klar. Und im Winter sowieso, wenn Salzmatsch da liegt oder Salzschneematsch, sage ich mal, da fahre ich sowieso nicht. Definitiv nicht. Das tue ich der Maschine erstens nicht an. Zweitens ist man mit vier Rädern doch besser bedient. Es gibt natürlich die ganz harten und die extremen, die fahren bei solchem Wetter. Hopp, servus. Jo. Ja, der hat nicht ganz, der hat noch die Finger ein bisschen bewegt, aber ja, und im Winter, nein, da, wenn da Schnee liegt, Glatteis, Schneematsch, Salz, da fahre ich nicht. Das tue ich der Maschine dann auch nicht an. Und da muss man auch mal so sehen,
Das ist nicht nur ich selbst gefährde mich, ich gefährde auch andere Verkehrsteilnehmer damit. Wenn ich nämlich doch ausrutsche, was sehr leicht und sehr schnell passieren kann, auf zwei Rädern im Schnee, dann gefährde ich auch damit andere Personen im Verkehr. Und das muss nicht sein, da fahre ich dann doch lieber mit dem Auto. Und auch so zum Notfall, wenn mal was ist, wenn mein Sohn krank ist oder sonst irgendwas. Im Winter ist das ja öfters mal der Fall. Ja, die ganzen Kinder im Kindergarten, die werden krank, der Sohn wird angesteckt. Und dann, ja, muss einer von den Elternteilen natürlich daheim bleiben. Da wechseln wir uns immer ab. Und dann bin ich auch mal dran. Und wenn er krank ist und ich zum Arzt fahren muss, brauche ich definitiv ein Auto. Wir haben zwei Autos. Eins fährt die Frau die ganze Zeit und mein Skoda Citigo, der steht größtenteils in der Garage. Also die längste Zeit in der Garage, sonst fahre ich ja immer nur mit dem Zweirad. Bis auf Notfälle oder Ausnahmefälle. Oder wenn ich im Baumarkt irgendwas holen muss, ist ja klar, dann nehme ich dann das Auto mit. Dann kombiniere ich das mit dem Arbeitsweg. Und dann kann man auch so relativ gut Kosten sparen, Sprit sparen. Wenn ich mal überlege, was ich mit den Zweirädern hier an Sprit spare. Ich glaube, das gibt auch nochmal ein Thema als Motovlog. Weil das ist schon enorm. Auch der Verschleiß und die Kosten. Wenn man dann auch selber alles bastelt und macht und repariert, spart man enorm viel Geld. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie in die Kommentare, Anregungen und so weiter und so fort. Oder Verbesserungsvorschläge natürlich. Alles in die Kommentare damit und dann wünsche ich euch weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Motovlog oder Werkstattvideo oder was auch immer. Tschüss!